Na, bevor Sie bei uns nicht ein Auto bestellt haben, machen wir da erstmal gar nichts. Also sucht euch irgendein Thema aus. Es war alles dabei, ein bunter Strauß an Argumenten, diesen Auftrag abzulehnen. Womit sollen wir denn in Zukunft unser Geld verdienen? Und da liegt es auf der Straße. Im Moment zumindest stehen wir vor einem Scherbenhaufen. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Wort zum Freitag. Vielen Dank, dass ihr eingeschaltet habt. Ihr wisst, dass ich in dieser kleinen Serie immer meine Gedanken mit euch teile und bin auch diesmal sehr gespannt auf eure Kommentare zu dem, was mir in dieser Woche am meisten durch den Kopf gegangen ist. Und in dieser Woche geht es darum, ich habe das Gefühl immer mehr, dass wir in Deutschland vor einem absoluten Scherbenhaufen der Energiepolitik stehen. Das ist irgendwie eine ziemlich steile These, weil man ja auf der einen Seite sagen könnte, hey, wir haben doch große Fortschritte gemacht in den letzten Jahren beim Aufbau der erneuerbaren Energien. Aber ihr wisst es, es ist nicht nur, dass wir in den letzten Jahren viel zu wenig erneuerbare Energien aufgebaut haben, gerade so in den letzten 3-4 Jahren, sondern dass wir insgesamt in den letzten 15-20 Jahren viel, viel zu wenig erneuerbare Energien aufgebaut haben, sprich viel zu wenig getan haben, um den Umstieg von fossilen und nuklearen Energien auf erneuerbare Energien einzuleiten. Woran kann man das festmachen? Nun, ihr kennt alle die Berichte, ihr kennt die aktuelle Berichtslage rund um das Thema Energiepreise, Abhängigkeit von Deutschland. Ihr wisst, dass in der Europäischen Union tatsächlich im Moment sogar überlegt wird, Atomenergie und Erdgas als nachhaltige Energieinfrastruktur anzuerkennen. Lassen wir mal außer Acht, ob jetzt Atomkraft vielleicht als, ich sage deutlich vielleicht, ich habe dazu ja schon mal was gesagt, als CO2-arme Energieversorgung vielleicht irgendwo doch noch irgendwie ein Plätzchen hat oder so. Ich bin da aber sehr, sehr unsicher nach wie vor und will überhaupt nicht durchblicken lassen oder den Eindruck erscheinen lassen, als ob ich ein Befürworter der Atomenergie bin. Das bin ich nämlich definitiv nicht. Es ist eigentlich eher aus der Not geboren. Und deswegen aus dieser Not geboren, dass wir sehen, der CO2-Anteil in der Atmosphäre ist noch nie so hoch gewesen wie im letzten Jahr. Der Anstieg hat sich sogar beschleunigt. Wir haben Signale aus verschiedenen Ländern, dass der Verbrauch und die Förderung fossiler Energien noch viel stärker ansteigen soll, als es bisher der Fall war. Und wir sehen auf der anderen Seite, dass das, was wir in Deutschland eigentlich erreichen wollten, nämlich ein, sagen wir mal, Referenzland zu sein für die Nutzung erneuerbarer Energien, um auch anderen Ländern diese Technologie zu verkaufen, dass das in den letzten Jahren komplett zum Stillstand gekommen ist und dass wir mit Sicherheit kein Recht haben, irgendwie durch die Weltgeschichte, vielleicht sogar jetzt zum Klimagipfel nach Glasgow zu gehen und zu sagen, hey, schaut doch einfach mal, wie cool wir das gemacht haben. Denn eigentlich muss Deutschland zugeben, müssen wir zugeben, so schwer uns das wahrscheinlich fällt, dass wir eigentlich nicht besonders viel vorzuweisen haben, außer vielleicht großen Ankündigungen, aber wie das Ganze umgesetzt werden soll und dass es schon längst hätte umgesetzt werden müssen, das gehört ja nun mal zur Wahrheit auch mit dazu. Und um das Ganze noch an einem Beispiel ein bisschen zu verdeutlichen, und zwar mal weg von der ganz großen Ebene, runter auf die ganz, ganz kleine Ebene. Ich hatte vor ein paar Tagen Geburtstag, ich habe sehr lange mit meinem Onkel telefoniert, der wohnt in Westdeutschland. Der war früher im Bereich der Kernenergieentwicklung tätig und wir hatten ein langes Gespräch über persönliche Dinge, aber auch eben zum Thema Elektromobilität, erneuerbare Energien. Er ist den Sachen inzwischen sehr, sehr aufgeschlossen und er hat mir erzählt, dass er versucht hat, bei sich an seinem Haus eine Wallbox zu installieren, denn da soll eventuell auch mal ein Elektroauto früher oder später einziehen. So, und was ist passiert? Er hat verschiedene Händler von namhaften Automobilherstellern aufgesucht und hat gesagt, so ja, ich habe Interesse, so ein Elektroauto mir anzuschaffen, aber ich möchte erstmal eine Wallbox haben und könnt ihr mir mal überhaupt mal einen Kostenvoranschlag irgendwie machen oder mir mal sagen, mit was für Kosten wir hier überhaupt zu rechnen haben, wenn wir so eine Wallbox installieren. Bei ihm ist die Situation nicht ganz so einfach, es muss ein bisschen gebuddelt werden, es muss ein bisschen Kabel gelegt werden, es ist vielleicht bei euch ähnlich. Und das Ergebnis war, dass ihm alle Händler gesagt haben, na, bevor sie bei uns nicht ein Auto bestellt haben, machen wir da erstmal gar nichts und können wir ihnen auch nicht helfen und nennen wir ihnen auch keine Handwerker, die sowas vielleicht in der Region machen. Und da war er einerseits sehr erstaunt, andererseits aber auch sehr wütend und wir haben uns darüber lange unterhalten.
Und wie ist das eigentlich bei euch? Ihr könnt das ja auch mal gerne in die Kommentare schreiben. Wie ist das bei euch gewesen? Habt ihr euch eine Wallbox vor dem Auto installiert oder seid ihr quasi ins kalte Wasser gesprungen, habt euch ein E-Auto gekauft und euch dann Ideen darüber gemacht? Es wurde ihm sogar geraten, ach, laden Sie doch einfach an der Steckdose, das reicht ja sowieso und mehr brauchen Sie sowieso nicht. Und ich verstehe nicht, heute Ende Oktober 2021, die E-Mobilität geht durch die Decke. Wir reden eigentlich jeden Tag darüber, dass es dann immer noch Händler gibt, die irgendwie sich gefühlt einen feuchten Kehricht um die berechtigten Interesse eines Kunden haben, der Interesse hat, sich ein Fahrzeug zuzulegen, der Interesse hat, sich eine Wallbox zuzulegen und den man dann einfach abblitzen lässt, indem man ihm sagt, naja, Sie müssen hier erstmal einen Kaufvertrag für ein, keine Ahnung, 40, 50, 60.000 Euro teures Auto unterzeichnen, ehe wir mit der Info rausrücken, was so eine Wallbox kostet, was die Installationskosten und wer das eigentlich machen kann. Dann genervt und frustriert davon hat er natürlich auch in seiner Gegend ein paar Elektriker angerufen. Auch hier war das Ergebnis niederschmetternd. Kein Elektriker hatte Lust, hatte irgendwie Interesse, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Zu klein, keine Zeit, keine Erfahrung, irgendwas. Sucht euch irgendein Thema aus. Es war alles dabei, ein bunter Strauß an Argumenten, diesen Auftrag abzulehnen. Und was soll man dazu noch sagen? Also was soll man denn so einem Menschen dann noch sagen? Soll ich ihm sagen, kauf dir ein E-Auto, die Wallbox fällt schon irgendwie vom Himmel, das klappt schon irgendwie, du wirst schon irgendwie jemanden finden? Und das mal auch als Appell an Hersteller oder Elektriker, die dieses Video sehen, mit der Thematik aus und sich auseinandersetzen. Leute, wir reden doch nicht über irgendetwas, was vielleicht kommt. Wir reden doch über etwas, was gesetzt ist, wo es keine Diskussion mehr darum gibt, ob Elektromobilität kommt oder nicht. Die ist doch schon längst da. Wir müssen doch nicht darüber reden, ob sie kommt oder nicht. Die Elektroautos sind doch da. Und wer jetzt auch einfach aus wirtschaftlicher Sicht sich dieses Geschäft durch die Lappen gehen lässt, da habe ich überhaupt kein Verständnis für. Das verstehe ich auch überhaupt gar nicht. Ich meine, was wollt ihr denn in Zukunft noch verkaufen? Verbrennerfahrzeuge werden es mit Sicherheit irgendwie nicht sein. Und alle jammern darüber und sagen, ja, und da geht eventuell Einnahmen verloren, weil eben nicht mehr so viele Teile gewartet werden müssen oder was weiß ich was. Womit sollen wir denn in Zukunft unser Geld verdienen? Und da liegt es auf der Straße, zum Beispiel Wallboxen, Ladeinfrastruktur schaffen, PV-Anlagen und so weiter und so fort. Aber ich will nicht sagen, kein Händler kümmert sich darum, aber ich habe das Gefühl, es sind viel zu wenig Händler, die sich darum kümmern und viel zu wenig Händler, die irgendwie darin ein Geschäftsmodell sehen, sich fortbilden, sich informieren, eine Palette an Möglichkeiten anbieten und den Kunden als Kunden wahrnehmen, also als das, was er ist, nämlich als jemanden, der Geld irgendwie reinbringt. Und wenn ich das dann wieder hochtransformiere auf die große Ebene, dann muss man sich eigentlich nicht wundern, wenn in diesem Land irgendwie viel geredet, aber irgendwie wenig gehandelt wird. Und es ärgert mich, dass ich im Wort zum Freitag irgendwie immer wieder, wo ich das ja eigentlich nicht machen wollte, immer wieder auch so ein Frust hochkommt, wo man sagt, warum geht's eigentlich bei uns nicht voran? Wir sind im Rahmen oder wir sind im Bereich der Energiewende in Europa Platz 16 oder 17. Da sind andere Länder viel, viel weiter. Und wie gesagt, jetzt kommen Länder auch im Zuge dieser, sagen wir mal, Energiekrise oder Energiepreiskrise, die wir im Moment haben, die dann sagen, ja, seht ihr, es geht eben doch nicht ohne Kernenergie, es geht eben doch nicht ohne fossile Energieträger. Aber wie soll denn das in Einklang zu bringen sein mit den Klimaschutzzielen, die wir zu erreichen haben? Und ich bin wirklich erschüttert und ihr merkt mir das vielleicht auch ein Stück weit an und ich bin erschüttert und ich bin auch ein Stück weit frustriert und ich kann nur sagen, das, was mich eigentlich, muss ich ganz ehrlich sagen, hochhält in der aktuellen Situation, ist nicht die Freude an der Technik, die man hat. Ich fahre gerne und das ist alles wunderbar. Aber dass es dann auch Menschen gibt, die sich jeden Tag melden und sagen, hey, ich will eine PV-Anlage bauen, kannst du uns helfen, kannst du uns beraten und so weiter und so fort. Und das hält mich natürlich hoch, aber ich weiß, dass das nicht reicht. Und ich bin ein Stück weit frustriert und ich glaube, wir müssen uns auch selber reinen Wein einschenken und sagen, dass wir all das, was wir uns vorgenommen haben, sei es im Klimaschutzgesetz, auf lokaler Ebene, wie auch immer, wo auch immer, dass wir wahrscheinlich das nicht erreichen werden, weil wir eben einfach in den letzten Jahren irgendwie so gefühlt gar nichts gemacht haben. Und das aufzuholen, das wird ein schwerer Brocken. Ja. Klingt nicht sehr positiv, leider wieder einmal, tut mir leid, lasst uns darüber mal diskutieren, wenn ihr Lust habt, schreibt
eure Gedanken dazu in die Kommentare, vielleicht auch Ideen, was man machen kann, vielleicht auch eure Erfahrungen zum Beispiel mit Handwerkern, mit Herstellern, mit Verkäufern von Elektrofahrzeugen. Wie ist es euch ergangen? Wäre ich sehr gespannt. Wie gesagt, hier bei mir in der Region Südwesten Berlin explodiert das Thema, kann man nur sagen. Also Elektroautos ohne Ende, Wallboxen ohne Ende, PV-Anlagen sprießen zum Glück aus dem Boden. Aber damit werden wir natürlich deutschlandweit die Energiewende nicht rocken. Also bleiben wir an dem Thema dran, so frustrierend es ist, aber ich komme drauf zurück und damit beende ich das heutige Wort zum Freitag. Im Moment zumindest stehen wir vor einem Scherbenhaufen und ich möchte im Moment nicht in der Situation der neuen Regierungsparteien sein, die unterstellen wir ihnen mal wirklich den Willen, jetzt das Thema anzugehen, das jetzt irgendwie schaffen müssen. Das ist eine Herkulesaufgabe. Okay, in dem Sinn entlasse ich euch sozusagen in den Freitag, wann auch immer ihr dieses Video seht, oder in das Wochenende. Macht euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns im nächsten Video weiter. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn ihr uns ein Abo dalasst und ihr wisst die Geschichte mit den Daumen. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.